Fischer Marin sticht in See. Gemeinsam mit seinem Sohn Tonchi will er heute Langusten fangen. Sie fertigen Köder, um die Schalentiere in die geflochtenen Fangkörbe zu locken. In Marins Familie hat die Langustenfischerei eine lange Tradition. Ihre Heimat, die Insel Lastovo, liegt weit draußen in der Adria, auf halbem Weg von Kroatien nach Italien. Man sagt, dass die Languste der Namenspatron von Lastovo ist. Auf Italienisch heißt Languste La Ragosta und der alte italienische Name für Lastovo war Lagosta. Das Meer um den Archipel von Lastovo mit seinen 47 Inselchen ist besonders sauber und deshalb reich an Meerestieren aller Art. Marin und Tonchi kennen die Stellen genau, wo sich Langusten verbergen. Die meisten fangen sie in einer Tiefe von 50 bis 80 Metern. Doch vom Fischfang allein kann kein Lastovote leben. Zu Füßen der uralten Steinstadt Lastovo liegen die Felder der 650 Einwohner, die noch auf der einsamen Insel leben. Unverkennbar sind die Zeichen des Verfalls. Immer mehr Häuser stehen leer. Marins Familie gehört zu denen, die dem Ort die Treue halten. Jakov, Marins älterer Sohn, fährt jeden Morgen gemeinsam mit seinem Schwiegervater Mato auf die Felder. Während Marin und Tonchi auf dem Meer zu Hause sind, ist Jakov lieber Landwirt. Die Familien auf Lastovo versorgen sich selbst. Auf den Feldern gedeiht vom Wein über Gemüse bis zur Olive alles, was man zum Leben braucht. Allerdings ist die Arbeit mühsam, weil die Felder der Lastovoten wie ein Flickenteppich ineinander verwoben sind. An intensive Landwirtschaft mit großen Maschinen ist nicht zu denken. Lastovo hat ja nicht mal genug Wasser für die Haushalte. Von der Landwirtschaft ganz zu schweigen. So können wir den fruchtbaren Boden im Tal nicht künstlich bewässern, um höhere Erträge und noch bessere Produkte zu erzeugen. Mehrere Stunden sind vergangen. Marin und Tonchi haben 4 Fangkörbe versenkt. Sie kehren zum ersten zurück und hieven ihn aus dem Wasser. Und tatsächlich. 6 Langusten und ein verstümmelter Hummer konnten Marins Ködern aus Sardellen und Oktopusstückchen nicht widerstehen. Dieser Hummer hat nur eine Schere. Die hat er wohl beim Kampf verloren, als er noch klein war. Schauen Sie mal, wie schön er ist. Tonchi untersucht die Langusten ganz genau. Der Unterschied zwischen einem Weibchen und einem Männchen besteht darin, dass das Weibchen unter diesen Flossen die Eier versteckt. Manche sagen, dass die weiblichen Langusten besser schmecken. Das halte ich für Unsinn. Auf dem Teller sind sie alle gleich. Während Jakov von der Feldarbeit heimwärts tuckert, holt seine Frau Juliana die Zutaten für das Mittagessen vom Speicher. Es gibt heute Kichererbsensuppe, dazu eingelegte Sardellen. Jakov bringt ihr ein wenig Salat mit. Mehr gedeiht noch nicht auf den Feldern. Jakov lebt gemeinsam mit seinen Eltern und seiner Frau Juliana in dem über 500 Jahre alten Steinhaus. Er kommt gut mit seinen Eltern zurecht. Sie helfen, wo sie können. Die Kichererbsen werden gekocht. Juliana legt sie meist schon am Abend vorher ins Wasser, damit sie aufquellen und beim Kochen schneller weich werden. Sie kommen vom Feuer, wenn sie noch bissfest sind. Anschließend schmeckt sie Juliana mit ein wenig Olivenöl und Pfeffer ab. Zur gleichen Zeit legen Marin und Tonchi vor Tonchis Haus im Fischerdörfchen Zaklopatica an. Marin wartet nicht lange und fährt weiter nach Hause.
Tonchi bringt die Langusten zu seiner Fischhandlung. Seit 10 Jahren kauft Tonchi den Lastovoten ihren Fang ab, um ihn dann den Gaststätten und Hotels auf den anderen kroatischen Inseln und dem Festland anzubieten. Ein gutes Geschäft, vor allem die teuren Langusten. Doch auch hier sind die goldenen Zeiten vorbei. Vor 7, 8 Jahren war alles noch einfacher. Da konnte jeder Einwohner von Lastovo Fisch fangen und verkaufen, so viel er wollte. Aber in letzter Zeit wurde das Gesetz verschärft. Jetzt müssen alle eine Fanglizenz oder einen Gewerbeschein haben. Doch das ist sicherlich nicht der Grund, warum die Jüngeren das Leben auf Lastovo als zu anstrengend empfinden. Und dennoch, viele ziehen weg. Für Julianas Mutter unvorstellbar. Mein Mann wollte mal nach Italien gehen, aber ich wollte Lastovo nie verlassen. Ich wollte auf diesem alten Felsen bleiben, meine Heimat. Früher lebten hier über 2000 Menschen und jetzt gibt es vielleicht 1000. Oder vielleicht auch nur 650, 700. Die Langusten müssen zu Mari. Der will daraus ein Abendessen für die Familie bereiten. Deshalb übergibt Tonchi die Schalentiere seiner jungen Frau Maria, die sich extra für den Dreh herausgeputzt hat. Viele Gelegenheiten bieten sich ihr sonst auch nicht dazu. Maria war 19, als sie mit ihren Eltern aus der Großstadt auf die einsame Insel zog und Tonchi heiratete. Ich musste alle meine Freunde zurücklassen. Mein ganzes früheres Leben ließ ich in Australien zurück. Von Melbourne in diese Einöde zu kommen, das war schrecklich. Es fehlt mir sehr, mal ins Kino zu gehen und einen neuen Film zu sehen. Einfach durch die Stadt zu bummeln. Solche und andere Dinge vermisse ich. Marias Alltag wird jetzt von ihren beiden Kindern bestimmt, die sie schon bei Opa erwarten. Ihre Tochter Niki ist 7 Jahre alt und will immer ihren Kopf durchsetzen. Der 2-jährige Dominik ist daher zurzeit Mamas Liebling. Bravo, Dominico! Juliana bringt die fertige Kichererbsensuppe zu ihrem Mann Jakov. Der baut mit seinen beiden Söhnen ein Haus am Meer, direkt gegenüber dem, das sein Bruder Tonchi bewohnt. Noch ist die malerische Küste Lastovos nicht mit Bauten verschandelt. Viele Lastovoten wollen den Tourismus als dritte Einnahmequelle neben Fischerei und Landwirtschaft ausbauen. Auch Jakov wird in sein Privathaus 4 Ferienwohnungen integrieren. Maria und Marin wollen die Langusten in einer Tomatensoße garen und mit kurzen Nudeln servieren. Zunächst jedoch werden Zwiebeln, Paprika und Knoblauch geschnitten und in 2erlei Öl angebraten. Anschließend werden einige Tomaten püriert und zusammen mit dem Wasser zu dem glasig gedünsteten Gemüse gegeben. Zum Schluss gibt Marin etwas Petersilie dazu. Die Soße wird mit Zucker und Salz abgeschmeckt.
Währenddessen hat Juliana die Kichererbsensuppe zur Baustelle gebracht. Jakov war vor dem jugoslawischen Bürgerkrieg Polizist. Aus dem Krieg hat er sich, wie alle Lastowoten, rausgehalten. Ein Angebot, in Frührente zu gehen, hat Jakov dankbar angenommen. Das Haus am Meer baut er auch deshalb, weil beide Söhne einmal ein eigenes Haus erben sollen. Jakov hofft, dass sein Familienleben immer harmonisch bleiben wird. Die Eltern und ich werden oben in Lastovo und hier unten am Meer leben, wo es eben gerade am schönsten ist. Hauptsache, wir werden alle zusammenleben. Denn schon meine Eltern haben mit ihren Eltern zusammengewohnt. Und ich hoffe, dass eines Tages meine Söhne mit mir zusammenleben. Nachdem Marin die Langusten mit einem gezielten Stich in den Kopf getötet hat, schneidet er sie in mundgerechte Stücke. Anschließend gibt er sie mit der Schale zur Soße. Das wird jetzt 5 bis 6 Minuten kochen. Wenn es anfängt zu sieden, werden wir die Pasta hineingeben. Und das alles zusammen wird dann noch einmal 10 Minuten kochen. Natürlich kann man die Penne auch separat garen. Im Morgengrauen des folgenden Tages fährt Tonchi auf den höchsten Gipfel von Lastovo. Zur gleichen Stunde ist Vater Marin wieder in seinem Element. Er präpariert Köder, diesmal für das Hochseefischen mit der Hakenleine. Rund um den Berghom bleiben die Wolken immer am längsten. Hier im feuchtkalten Klima wächst der wilde Spargel. Besonders gut gedeiht er in den Ruinen der Kasernen und Bunker der jugoslawischen Armee. Die hatte Lastovo einst zur Festung ausgebaut, gegen das NATO-Land Italien. Etwa alle 40 cm hängt ein Haken an Marins Leine. Die werden mit Sepia-Teilen bestückt und anschließend ins Wasser hinabgelassen. Dort lässt Marin die Leine 1 bis 2 Stunden treiben. Tonchi und Niki sind erfolgreich. Der Spargel soll der Höhepunkt des Mittagessens werden. Die andere Zutat? Möweneier von den Inselchen um Lastovo. Marin bereitet die nächste Leine vor. Der alte Mann und das Meer, leidenschaftliche Fischer, erleben unglaubliche Geschichten. Ich war einmal auf der Insel Palagusha. Da habe ich 2 Tage gefischt und nichts gefangen, von morgens bis tief in die Nacht. Am 3. Tag wollte ich aufgeben. Morgens zog ich die letzte Leine aus dem Wasser. Da gab es einen mächtigen Schlag gegen das Schiff. Heraus kam ein Seriola-Fisch. Über 40 Stück habe ich dann geangelt. Alle fast 1 Meter lang. Das war eine echte Heldentat. Juliana und Mutter Margarita bereiten eine Nachspeise für das Abendessen vor. Fritoli, Nonnenfürzchen, wird es geben. Die Grundlage ist ein einfacher Teig aus Mehl, Eiern, Joghurt, etwas Zucker, Backpulver und Sonnenblumenöl. Darin eingerührt werden gedünstete, gewürfelte Schalen von ungespritzten Orangen.
Tonchi zeigt Niki unterdessen seine frühere Arbeitsstätte, die Kommandozentrale der Streitkräfte auf Lastovo. Paprika. Mit Wehmut denkt Tonchi an das Jahr 1992 zurück, als Kroatien unabhängig wurde und er die Armee verlassen musste. Der Abzug der Streitkräfte machte viele Lastovoten arbeitslos. Ovo je Makedonija, ovo ti je Hrvatska, a ovo je gore Crna Gora. I za ove tri republike, evo ti jedan, dva, tri republike, svaki ima svoju bakću. A zašto je ovo 29? A tebi godina, godina i datum kad su se mi zajedno ujedinili. Kad su dali sebi ime i da budu svi zajedno. Für die Fischsuppe als Vorspeise am Abend ist gesorgt. Marin holt rund 20 kleine Meerbarben an der ersten Leine dieses Tages an Bord. Und auch der Hauptgang lässt nicht lange auf sich warten. Ein großer Meeraal beißt an. Sein weißes Fleisch ist besonders köstlich. Zufrieden mit sich und seinem Fang macht sich Marin auf den Heimweg. Juliana formt mit dem Löffel kleine Krapfen und frittiert sie in heißem Öl. Für Julianas Mutter sind Fridolin mit Ostern verbunden. Bis Karfreitag wird gefastet. Und dann werden die Fritoli und der Stockfisch gegessen. Als Festmahl. In der Tat kann der locker luftige Teig süchtig machen und schnell ist eine ganze Schüssel aufgegessen. Unter den argwöhnischen Blicken der Möwen machen sich Niki und Tonchi auf die Suche nach Eier. Sie finden nur vier Stück. Das Mittagessen wird mager ausfallen. Irgendjemand war wohl schon vor ihnen da. Die Möweneier werden gekocht. Sie schmecken nach einer frischen Brise vom Meer. Die Stangen des wilden Spargel enthalten viel von dem Bitterstoff Asparagin. Sie sollen deshalb besonders gesund sein. Die Nierenkanäle arbeiten dann besser. Wenn man zum Beispiel beim Abendbrot Spargel isst, dann riecht man das beim nächsten Wasserlassen. Nach dem Eierschälen schmeckt Maria den Spargel mit Olivenöl ab. Das fertige Gericht ist allerdings nicht jedermanns Sache. Marin ist auf dem Weg in das Rathaus. Als einer von sieben Gemeinderatsmitgliedern hat er einen besonders guten Draht zum Bürgermeister. Guten Morgen.
Böse Zungen behaupten sogar, Marin sei der eigentliche Boss von Lastovo. Angeblich soll er überall seine Finger im Spiel und einen großen Einfluss auf den jungen Bürgermeister der Gemeinde haben. Tatsache ist, Marin hält sich für unersetzlich. Maria langweilt sich zu Hause. Deshalb geht sie ins Einkaufszentrum von Lastovo. Das besteht aus dem Supermarkt, der Bank und einem kleinen Kramladen. Ein Paradies für Niki und Dominik. Die Hölle für die Mutter. Nach einer halben Stunde bekommt der Kleine endlich, was er will. Einen Jeep mit Raketenabschussrampe. Auf der Baustelle des neuen Gemeindehauses gibt Marin den Ton an. Natürlich machen die Zimmermänner alles falsch und der Chef muss sich mal wieder selber um die richtige Balkenlage und die richtige Deckenhöhe kümmern. Dem Bürgermeister bleibt nur die Rolle des Statisten. Nach dem Shopping trifft sich Maria mit Jakobs Sohn im einzigen Café der Stadt. Sie sind auch die einzigen Gäste. An solchen Tagen vermisst Maria die Großstadt. Marin bläst zum Angriff auf Julianas Küche. Gemeinsam mit ihr und der Mutter wird er das Abendessen für die Großfamilie herrichten. Zunächst will Marin die Fischsuppe mit ganzen Meerbarben zubereiten. Dazu schneiden die drei Köche Zwiebeln und Knoblauchzehen klein und braten diese kurz an. Anschließend kommen Wasser und in Scheiben geschnittene Kartoffeln dazu. Während die Kartoffeln köcheln, genehmigt sich der Chef ein Glas Wein, um den milden Spott der Frauen zu ertragen. Wenn die Kartoffeln fast weich sind, kommen die unzerteilten Fische dazu. Sie schmoren etwa 10 Minuten. Währenddessen wird das Gemüse für das Aalfilet im Gemüsebett vorbereitet. Auch Paprika und Zwiebeln werden kurz gedünstet. Marin schneidet das Filet des Aals in kleine Stücke, die anschließend in einem Aalsud zwischen Gemüseschichten gedünstet werden. Er streut etwas Petersilie darüber und stellt das Ganze für etwa 20 Minuten auf die kleinste Flamme des Herdes. Zum Essen gibt es einen körperreichen Rotwein aus einer einheimischen Traube, der Plavac Mali. Der Plavac, so heißt der Wein, ist typisch für die Welt der 1000 Inseln.